Im Smart Mini Factory Labor der Freien Universität Bozen beschäftigt sich ein junges Forscherteam intensiv mit dieser neuen Technologie. Eye-Tracking bezeichnet man eine wissenschaftliche Methode, durch die Blickbewegungen eines Menschen aufgezeichnet und analysiert werden. In diesem Fall wird ein manueller Montagearbeitsplatz verwendet, an dem ein Student mit den Eye-Tracking-Brillen einen Pneumatikzylinder zusammenbaut. Bei diesem Zusammenbau sehen wir dann die einzelnen Montageschritte, können diese auf dem Bildschirm mitverfolgen, können gleichzeitig auch mitverfolgen, wo sieht unser Schüler derzeit hin, wo hat er bestimmte Suchabläufe, weil er nach links oder nach rechts sieht und wo eventuell hat er bestimmte Fixationen, das heißt Punkte, wo er länger drauf hinschaut und wo wir dann im Anschluss unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Der Bereich Industrietechnik und Innovation, wie er an der Fakultät für Innovation und Technik an der Freien Universität Bozen gelehrt wird, bekommt in Südtirols Unternehmen einen immer größeren Stellenwert. Unser Ziel ist es ja, einen Nutzen für die Gesellschaft und für die Wirtschaft zu erzeugen. Aus dem Grunde ist auch dieses Labor hier so gestaltet, dass es nicht ein reines Forschungslabor ist, in dem sich jetzt Professoren und Forscher einsperren und im Elfenbeinturm irgendwelche Dinge hier erforschen, unabhängig von der Anwendung, sondern wir öffnen ja auch die Tore für Unternehmen. Das heißt, wir halten hier auch Seminare ab. Das heißt, Unternehmen können hier kommen und partizipieren am neuesten Wissen. Und umgekehrt natürlich auch ihre Problemstellungen mit einbringen, die für uns wiederum ganz wichtiger Trigger sind für neue Forschungsansätze. Ein Unternehmen, das sich in dieser Pilotphase an dem Projekt beteiligt, ist die Firma Barbieri Electronic mit Sitz in Brixen. Der Familienbetrieb hat sich auf die Produktion von Spektrophotometern spezialisiert. Mit diesen Messgeräten werden Farben für den Digitaldruck bestimmt. Wir produzieren sehr hochtechnologische Produkte, bei denen natürlich Fehlerquoten uns sehr teuer zu stehen kommen. Man kann sich vorstellen, dass ein Messgerät, was hier in Brixen startet und in die Welt hinausgeschickt wird, sollte es beim Kunden fehlerhaft ankommen, weil vielleicht bei der Montage eine Schraube nicht korrekt gesetzt wurde oder ein Kabel nicht richtig gelegt wurde, dann kommt uns das rein aus Transportgründen schon sehr teuer zu stehen und abgesehen davon auch ein sehr großer Imageverlust, den wir dadurch erleiden. Die hochsensiblen Geräte werden im Betrieb in Brixen nach wie vor händisch zusammengebaut. Mit dieser Spezialbrille ist es nun erstmals möglich, die Bewegungen der Augen des Mitarbeiters in Echtzeit zu verfolgen, aufzuzeichnen und anschließend auszuwerten. Im konkreten Fall jetzt erwarten wir uns, dass wir wirklich Hilfestellung im Produktionsprozess erfahren können. Und das zweite sehr wichtige Punkt ist, die Erkenntnisse dieses Projektes auch unserer Entwicklungsabteilung zur Verfügung zu stellen. Also es geht sehr stark in die Richtung, dass unsere Produkte optimiert designt werden sollen, damit die Produktion einfacher vonstatten gehen kann. Dass auch hochspezialisierte Präzisionsgeräte in ihrem Design verbessert werden können, wird bei diesem Test deutlich. Wie kann man durch die Videoanalyse und durch die Eye-Tracking-Analyse diese Montagezeit vielleicht auf 15 Minuten reduzieren oder vielleicht noch weiter reduzieren? Das wäre mal die quantitative Benefit für das Unternehmen. Qualitativ gesehen ist es dann wieder der Arbeitsplatz des Mitarbeiters, kann vielleicht ergonomischer gestaltet werden. Das heißt, er ist am Ende des Tages vielleicht weniger müde. Das Eye-Tracking wird auch bei der Herstellung neuer Produkte immer wichtiger. Anhand des Sehverhaltens von Testpersonen kann ermittelt werden, welche Komponenten für den Kunden besonders interessant und attraktiv sind. Alle Produkte sind ähnlich an kommerziellen Produkten, aber sie haben etwas Spezifisches, Einigkeiten. Und wir messen die Aufmerksamkeit auf diese Eigenheiten. Das ist zum Beispiel das Ziel unserer Aktivität. Das ist sehr wichtig für neue und kreative Produkte, die ihren Zugang im Markt haben müssen. Im Frühjahr 2020 wird das Forschungsprojekt abgeschlossen sein.
dann werden wir wissen, in welchem Umfang Eye-Tracking-Systeme in der heimischen Industrie eingesetzt werden können.